Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Leber, Zucker, wie hängt das zusammen? Ihr Lieben, ich bin Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und ich hatte Patienten in der Beratung, die die Fragestellung hatten, was passiert eigentlich, wenn die nichts essen? Ja, ist das besonders gut? Viele sagen ja immer, lass das Essen weg, dann wird alles besser. Das stimmt nicht ganz, weil essen wir nichts, also gibt es mal nichts zu futtern. Dann ist es so, dass die Leber Ersatzzucker macht. Das kann bei 2, 3 Stunden Pause sein, zum Beispiel. Wenn ich also 3, 4, 5, 6 Stunden nichts esse, wird immer das Gehirn die Leber anschmeißen, dass sie Zucker herstellt. Das sind sozusagen Zuckerreserven, das Glykogen zum Beispiel. Wenn jemand einen Diabetes hat und seinen Blutzucker misst, zum Beispiel morgens nüchtern, dann sehen die auch ganz häufig, dass die Blutzuckerwerte nüchtern erhöht sind. Wir Gesunden messen ja den Zucker nicht, daher sehen wir das nicht. Aber wir wissen mittlerweile, dass die Leber in der Nacht zwischen 2 und 4 Uhr Zucker produziert, um sozusagen für die Organfunktion. Wir haben ja einen Kalorienumsatz in Ruhe und im Schlaf, weil ja die Organe auch funktionieren müssen. Wir können uns ja im Bett auch drehen. Die Augen sind geschlossen, das Herz pumpt ja weiter. Wir können ja sozusagen aufwachen und die Muskel bedienen. Und dafür sozusagen brauchen wir immer Ersatzzucker. Und das ist der sozusagen von der Leber. Das ist also der Grund, weshalb die Leber überhaupt Zucker produziert. Wenn ich jetzt aber eine Phase habe, wo ich ganz lange nichts esse, dann habe ich ja keinen Zucker in der Blutbahn. Und was dann passiert ist, dass das Gehirn merkt, oh, der Blutzucker geht runter, hier kommt ja gar keine Energie nach. Dann fängt er an, über die Leber Zucker herzustellen. Und diese Zuckerreserven können zum Beispiel aus Körperfett gezogen werden. Also er kann auch, wenn das sehr lange dauert, das Körperfett abbauen, was ja dann zur Gewichtsabnahme auch führt. Und er hat aber auch die Möglichkeit, über die Glykogenreserven selber Zucker herzustellen. Und dieser Leberzucker, wenn der nicht verbraucht wird, weil ich zum Beispiel Chips esse, weil ich zu schnell helle Kohlenhydrate esse oder Teller voll Nudeln, ja, Spaghettis. Wenn ich also zu viele Kohlenhydrate esse, dann kann die Leber die Kohlenhydrate umwandeln ja zu Zucker. Also da wird im Endeffekt auch Zucker draus. Und dieser Zucker kann dann auch in der Leber verstoffwechselt werden. Das heißt, die Leber ist ja Bastelorgan, ne? Kann also umwandeln. Und wenn ich zu viel Zucker in der Blutbahn habe, dann kann ich an der Stelle, ne? Hier können wir mal gucken, habe ich zu viel Zucker in der Blutbahn, kann die Leber den Zucker auch verstoffwechseln. Der Zucker muss ja aus der Blutbahn irgendwann auch mal raus, soll ja nicht Ewigkeiten liegen. Und wenn er nicht mit der Zelle verbraucht wird, dann kann der Körper sozusagen mit der Leber aus dem Zucker auch Körperfett machen. Und als erstes lagert sich das in der Leber an oder sozusagen drumherum. Wenn es sich drumherum anlagert, kennt ihr alle, ist dann Bauchfett zum Beispiel. So, ihr Lieben, jetzt wisst ihr so ein bisschen, was die Leber macht. Ist ja Entgiftungsorgan auch, also ganz wichtiges Organ am Ende auch. Aber es verstoffwechselt unter anderem den Zucker. Und ihr könnt euch merken, es wird Körperfett raus, wenn wir den Zucker, den wir essen oder trinken, wenn der nicht verarbeitet wird. So, ich hoffe, ihr habt jetzt einen schönen Tag. Vielen lieben Dank. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so darüber denkt oder was ja, eure Grundgedanken zur Fettleber sind. Oder vielleicht auch eine Idee, was ihr gerne als Video haben wollt. Schreibt einfach gerne. Ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und ganz lieben Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Tschüssi!